Ja, willkommen zu einer weiteren Folge. Heutiges Thema OpenSense Firewall auf einer PC Engine APU 2 Board. Das habt ihr euch gewünscht, das Thema. Ich hatte noch ein altes APU 2 Board rumliegen und wir sehen uns direkt wieder nach dem Intro. So, Intro ist um, Ärmel sind hochgekrempelt. Wir können auch schon direkt loslegen. Ich schalte uns mal auf die Webseite der OpenSense. Kleiner Blick, so, da sind wir schon. So, auf der Webseite der OpenSense laden wir uns als allererstes das Image runter unter Downloads, klicken dann die Architektur an, 64-Bit wollen wir, natürlich, viel hilft viel. So, und dann einmal die Version Serial oder Serial. Und wir laden das Ganze mal in Deutschland irgendwo runter. So, dann klickt er auf Download. Wenn der Download durch ist, dann ist okay. Dann braucht er auch nichts mehr machen an der Stelle. Ich habe das Image schon mal runtergeladen, damit es ein bisschen schneller geht. Und das Image müsst ihr jetzt quasi auf einen USB-Stick bringen. Damit ihr es auf einen USB-Stick drauf bekommt, braucht ihr Rufus. Also Rufus runterladen und dann quasi USB vorbereiten. Ich schalte mal auf Rufus, kleiner Augenblick, da haben wir es auch schon. So, der Stick steckt schon bei mir drin. Das Image habe ich ausgewählt, das macht ihr hier unter Auswahl, dann selektiert ihr das Image und dann sagt ihr einfach Start. Der Stick ist bei mir schon vorbereitet, damit natürlich auch alles schneller geht und ihr auch nicht so lange warten müsst. Wir schalten dann jetzt nochmal in die Konsole-Session. Das machen wir mal auch ganz kurz und zwar hierhin. So, die Geschwindigkeit, Paritätsbit und so weiter und so weiter, das blende ich euch mal alles ein, wie die Konsole-Session einzustellen ist. Ne? Achtet darauf, dass ihr den richtigen COM-Port nehmt, könnt ihr in der Geräte-Manager-Einstellung nachgucken. Der richtige COM-Port, die richtige Flussgeschwindigkeit und alles, das müsst ihr haben, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und ich schalte mal jetzt auf meine Schubsjese, auf meine Smartphone-Kamera. Ich war mal so frei, habe die mit eingeblendet, damit ihr auch das APU-2-Board seht. Ich habe es mal losgeschraubt. Ich zeige jetzt mal ein bisschen, es ist ein leichter Delay mit drin, aber hier seht ihr die SSD, die ist ganz wichtig. Ich habe mir das gesamte Board fertig konfigurieren lassen. Mit Gehäuse, mit Netzteil, mit SSD und mit passendem Kabel würde ich euch auch empfehlen. Vorteil liegt da drin, dass alles aufeinander abgestimmt und es passt dann sofort und ihr braucht zu Hause nicht noch großartig Fehler suchen an der Stelle. So, 0 Modemkabel müsst ihr jetzt anschließen, ist ganz, ganz wichtig. Dann den USB-Stick, den ziehe ich mal kurz einmal ab hier vom PC und stecke den schon mal in den USB-Port. So, ist cool, ist immer mit dem Delay. Das ist immer so eine Sekunde verzögert. Naja, Spaß. Als nächstes stecken wir den Stromstecker ein. Wichtig ist, Konsole-Session sollte jetzt schon aufgebaut sein. Ich stecke jetzt gleich als nächstes den Stromstecker rein, schalte aber schon mal auf die Konsole-Session rüber, stecke jetzt den Stromstecker rein und, Achtung, wichtig, F10 drücken. Mit der Taste F10 kommt ihr ins Bootmenü oder beziehungsweise ihr könnt dann selektieren, von welchem Device gebootet werden soll. Also einmal Stromstecker rein, Device bootet jetzt und ich drücke dann einmal ganz schnell F10 und dann werde ich gefragt, was ich denn möchte. Ne? Ob ich direkt von dem ATA0, also von der Kingston SSD booten möchte oder ob ich letzten Endes vom USB-Stick. Ich nehme die Option 1, boote direkt vom USB-Stick. Nehme nochmal schnell einen Schluck aus der Tasse, lehne mich zurück, weil das dauert jetzt einen kleinen Augenblick. OpenSense bootet schon mal, sieht gar nicht so schlecht aus. Warum ich das Ganze jetzt mache, ist, da kommt gleich eine Option, da wird einmal runtergezählt und da müssen wir passend eine Taste drücken, weil wir die Zuordnung der Interfaces schon an der Stelle machen können. Das ist ein bisschen anders bei anderen Firewall-Anbietern, zum Beispiel PFSense, da macht man es so ein bisschen zum Ende hin. Aber ansonsten ist die Installation hier echt recht smooth und einfach. So, wir können jetzt nochmal bestätigen, ob wir eine bestehende Konfiguration importieren wollen. Das wollen wir natürlich nicht. Also wir drücken keine Taste, warten jetzt einfach mal und warten einmal ab, bis die Config auch durch ist da. Und als nächstes generiert quasi die Installationsroutine eine Konfiguration. Ich nehme noch einen Schluck aus der Tasse. Was ich euch erzählen soll, weiß ich auch nicht mehr.
Spaß beiseite, ich weiß das schon, aber wir müssen jetzt einfach mal warten, bis das Ganze da ist. So, und jetzt kommen wir genau zu dem Punkt. Wir drücken jetzt irgendeine Taste, ich nehme die Enter-Taste und jetzt werde ich gefragt, erstmal, ob ich überhaupt die Interfaces konfigurieren möchte. Das tun wir. Und jetzt werde ich gefragt, ob ich eine LAG konfigurieren möchte, also Link Aggregator, Link Aggregation Group. Nein, möchte ich nicht an der Stelle, habe ich nicht. VLANs möchte ich jetzt auch nicht konfigurieren. Ich habe ja drei Interfaces. Ich habe bei mir alles sauber in drei physikalische Netze auch geteilt. Deswegen brauche ich jetzt keine VLANs. Ich arbeite hier nur untagged. Also drücke ich an der Stelle erstmal auch Nein. So, jetzt geht es nochmal darum, das Warninterface kann ich jetzt zuweisen. Die Interfaces, die heißen IGB0, IGB1 und IGB2. Und ich zeige das mal ganz kurz mit der iPhone-Kamera. Also, ja, wieder warten, bis mein Finger da ist. So, das linke Interface, das ist das IGB0. Das mittlere ist das IGB1 und ja, das allerletzte Interface Richtung USB-Stick ist das IGB2. Wir weisen jetzt 0 und 1 zu. Fürs Warninterface nehmen wir das Interface IGB0. Ich schalte wieder in meine Konsole-Session. Coole Sache, so ein Stream Deck. So, dann IGB0 ist das Warninterface. Ich drücke Enter und dann werde ich jetzt hier nochmal gefragt, ob ich nochmal das LAN-Interface zuweisen möchte. Das sage ich, jo, möchte ich. IGB1 ist das. Drücke auch nochmal Enter und das optionale Interface machen wir nachher über die GUI. Könnt ihr besser über die GUI machen. Ist viel, viel einfacher bei der OpenSense. Finde ich da echt easy. Deswegen drücken wir da einfach Enter. Und jetzt fragt er mich, ob ich wirklich fortfahren möchte. Klar möchte ich das. Ich weiß ja manchmal, was ich tue oder auch nicht. So, Zeit für Kaffee. Jo, dauert jetzt alles ein bisschen. Wir müssen gleich nochmal die IP-Adressen zuweisen und so, das kommt alles noch an der Stelle. Aber erstmal können wir die Installation durchlaufen lassen und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann gleich nach der Installation dann wieder. Ja, coole Sache, OpenSense hat gebootet, ist bis zum Login-Screen gekommen, sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Ich schalte wieder in die Konsole-Session, wir wollen keine Zeit verlieren und wir sind dann beim Login. So, was wir jetzt natürlich haben, wenn man jetzt so hier oben so ein bisschen guckt an der Stelle, ich gucke mal, ob ich da mit der Maus so hinkomme, ich versuche das mal zu markieren, genau. Hier an dieser Stelle sehen wir, dass das LAN-Interface der Schnittstelle IGB1 zugewiesen ist, das haben wir ja auch gemacht. Und es hat die IP-Adresse 192.168.1.1. Das passt bei mir jetzt gerade so nicht, also müssen wir das abändern. Das machen wir wie folgt, wir loggen uns jetzt erstmal auf die OpenSense mit Root ein. Das Passwort ist OPN und dann Sense. Alles klein geschrieben, ne? Müsst ihr darauf achten. Ich versuche es auch nochmal einzublenden. Ich hoffe, beim Nachbearbeiten des Videos vergesse ich das Ganze nicht. So, wir haben jetzt die Möglichkeit, nochmal Interfaces zuzuweisen. Möchte ich an der Stelle auch nicht. Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich mache mal Set Interfaces, IP Addresses. Das ist die Option 2. Ich drücke mal Enter. Fürs Warninterface will ich jetzt erstmal nichts machen. Das mache ich erstmal später in aller Ruhe. Mir ist erstmal wichtig, dass ich aus meinem lokalen Netzwerk, aus meinem LAN da dran komme. Und da drücke ich die Option 1, bestätige einmal und dann fragt er mich, ja, möchte ich das per DHCP machen? Nö, möchte ich nicht. Dann sagt er mir, ja, dann vergib doch bitte eine IP, wenn du es besser weißt. Weiß ich auch. Bei mir ist das Netzwerk die 192.168.11.123, kriegt die Maschine jetzt. Wäre ganz gut, wenn ihr das nachher macht, wenn das Gateway immer die 1 hat, kann man sich besser merken als jetzt 123. In meiner Umgebung ist jetzt zum Testen, da ist es egal. So, meine Netze sind segmentiert hier. Ich habe hier Class C Netze, also alles /24, also 255.255.255.0 oder auch /24, 24er. Maskierung. So, jetzt drücke ich nochmal Enter und dann sind wir soweit erstmal fertig. Jetzt werde ich nochmal gefragt, ob ich hier noch ein Gateway vergeben möchte vor LAN und alles. Ich sage an der Stelle Enter, nö, möchte ich erstmal nicht. Und ich kann jetzt hier nochmal IPv6 konfigurieren, nö, brauche ich auch nicht. Und dann nochmal den DHCP für IPv6, brauche ich auch nicht. Und ich kann hier auch nochmal für das LAN-Interface IPv6 vergeben, nö, brauche ich auch nicht. Und dann nochmal Nein bestätigen, weil ich will auch da keinen DHCP-Server haben. Und jetzt werde ich nochmal gefragt fürs Webprotokoll, ob ein Redirect stattfinden soll.
Da sage ich an der Stelle, jo, möchte ich, beziehungsweise ob von HTTPS nach HTTPD umgestellt werden soll, bestätigen wir einmal mit Ja. Und dann sagen wir Restore the Defaults für Guest Access, nehmen wir auch mal mit. So, und dann sind wir eigentlich schon durch. So, die Firewall hat jetzt die 192.168.11.123. Ich bin jetzt mal gespannt, ob wir auf das Schätzchen draufkommen. Dazu schalte ich uns mal, wo schalte ich uns denn mal hin? Am besten wieder auf eine Webbrowser-Session, und zwar hier. Wir öffnen jetzt mal die OpenSense. Kann nicht funktionieren. Warum? Man hat er vergessen. Ja, Anfängerfehler. So, ich gehe nochmal aufs iPhone. Genau, was habe ich vergessen? Einmal, das LAN-Kabel muss ja angeschlossen werden auf die mittlere Schnittstelle, weil die mittlere Schnittstelle ist ja letzten Endes unsere OpenSense. Und siehe da, wupp, der ja Connect mit der OpenSense ist jetzt auch da. So, hat funktioniert. Für die, die es nicht glauben, also ich mache hier nochmal einen neuen Tab auf, gehe nochmal auf OpenSense und siehe da, ich bin an der richtigen Stelle. Ja, Username ist root, nur root ist gut, und dann OpenSense, und dann sollte das Ganze schon fertig sein. Ja, wir sehen hier auch die OpenSense. Ihr seht hier auch nochmal unter Interfaces, eure Interfaces, LAN, WAN, und unter Assignments könnt ihr das Ganze nochmal ein bisschen umstellen. Das ist nämlich genau der Punkt, wo ich euch sagte, das ist viel, viel einfacher, ne? Und wenn ihr jetzt aufs LAN-Interface klickt, dann seht ihr auch quasi hier die statische IPv4-Konfiguration. Da könnt ihr mal ein bisschen runterscrollen, da ist die 123, da könntet ihr jetzt auch das Gateway hinterlegen und so weiter und so weiter. Ich gehe aber auf die, Installation bzw. auf die Konfiguration nicht on Detail ein. Hier ging es wirklich nur, wie kriege ich die OpenSense auf das APU2-Board drauf installiert. Und das war eigentlich auch die Hauptaufgabe. Ja, ansonsten nehmt euch da noch ein bisschen Zeit für, vielleicht mal nochmal ein Video über die Konfiguration, aber die ist ja überall ein bisschen anders. Das hängt auch ein bisschen davon ab, habt ihr eine Fritzbox, habt ihr keine Fritzbox, habt ihr ein anderes Gateway, wie wollt ihr das Ganze machen? Also da gibt es viele, viele, viele Varianten, aber nichtsdestotrotz, wir sind mit der Installation durch. Mich hat es gefreut. By the way, wäre cool, wenn ihr einen Daumen hoch hinterlasst. Noch besser wäre einmal, wenn ihr den Kanal abonniert. Ich nehme noch ein Stück aus Tasse. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall wieder vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Morgen, schönen Tag, was auch immer ihr gerade habt. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit am Start. Bis dahin sage ich mal ciao und macht es gut.